Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Leak-Video der russischen Zerstörer. Wie ist es denn möglich, dass man überhaupt dieses Video machen kann? Ist eigentlich recht einfach. Es ist bekannt, dass die Factories, sowohl die deutschen als auch die russischen, mit Patch 0501 ins Spiel integriert werden. Dieser Tech-Tree bzw. dieser Patch ist schon in Amerika erhältlich und aufgrund dessen ist es mit der Modifikation Extended Tech-Tree möglich, diese selbst noch nicht im Spiel erspielbaren Tech-Trees sich anzeigen zu lassen. Und dementsprechend könnt ihr das natürlich auch selber ausprobieren. Das ist nichts Illegales. Jeder, der will, kann sich diese Modification runterladen. Und daher können wir also jetzt auch, nachdem wir schon die Kreuzer der Deutschen gesehen haben, jetzt uns die Zerstörer der Russen anschauen. Das Ganze beginnt allerdings auch mit einem Kreuzer, und zwar dem Tier-1-Kreuzer Orlan. Hat 9100 Struktur, 2x2 Kanonen mit 130 mm, hier der Turm 1, hinten der andere Turm mit jeweils 2 Kanonen, 25,3 Knoten Endgeschwindigkeit, 7,9 Kilometern Sichtbarkeit oder aus der Luft bei 3,1. Die Kanone in dem Fall 12 Granaten pro Minute und 18,6 Sekunden Turmdrehgeschwindigkeit. Auf den Tier 1 Kreuzer folgt dann auch der erste Zerstörer direkt und seht es mir nach, wenn die Namen vielleicht nicht ganz genau richtig ausgesprochen werden. Ich bin einfach da dem Russischen nicht mächtig. Allerdings probiere ich es doch mal. Und zwar der Storozewoi, hier zwei Zerstörer mit 7100 Struktur dann, 9,7 Kilometer Reichweite, der hat drei Kanonen in Summe mit 102 mm, die Torpedoreichweite, und das ist das Thema, was viel bestimmend bzw. lange Zeit sich hält, 3 Kilometer, 3x3, also er kann in Summe 9 Torpedos auf eine Seite schießen, weil die Rohre mittig angeordnet sind. 35,4 Knoten Endgeschwindigkeit, 5,8 Kilometer Sichtbarkeit bzw. 2,7 aus der Luft, und achtet auch immer ein bisschen auf das Thema Wendekreis oder auch natürlich Ruderstellzeit. Hier jetzt die Türme, haben 12 Granaten pro Minute, und dieses Thema, auch da haben wir besonders einen Blick drauf. 40 Sekunden haben wir Zeit, beziehungsweise brauchen wir Zeit, bis der Turm sich um 180 Grad dreht. Der Rumpf gibt es in einer A- und einer B-Ausführung. Die B-Ausführung hat nochmal eine Flak mehr und 700 Struktur mehr. Auch die Torpedos gibt es als Upgrade, allerdings ist es ein minimales Upgrade. Sie werden um einiges zwar schneller, um 6 Knoten auf 51 Knoten, allerdings minimal mehr Schaden, lediglich 34 mehr, und die 3 Kilometer Reichweite bleiben gleich. Auch hier wieder die Torpedos eben mittig angeordnet, wie schon gesagt. Nun der Tier 3 Zerstörer, Derchetsky, hat 8600 Struktur, kommt 8,1 Kilometer weit, hat auch lediglich 3 Kanonen mit 102 mm, auch hier 3 Kilometer Reichweite der Torpedos, allerdings 5x2 Torpedos, dementsprechend kann er bis zu 10 Torpedos auf einer Seite platzieren, 510 Meter Wendekreis, 3,6 Sekunden Ruderstellzeit, ist bei 6,1 Kilometer sichtbar oder aus der Luft bei 2,9. Man sieht auch hier Thema 40 Sekunden Drehgeschwindigkeit und 12 Granaten in der Minute. Der B-Rumpf hat nochmal 1100 Struktur mehr, dann also 9700, alles andere bleibt gleich. Lediglich die Reichweite der Geschütze lässt sich nochmal um 10% auf 8,9 Kilometer verbessern. Die Torpedos mit 2,7 Sekunden, vernünftig von der Nachladezeit, deutlich unter 30 Sekunden damit.
Nun verlassen wir die Low-Tiers und gehen in den Mid-Tier-Bereich und kriegen dann die Itziaslav. Itziaslav eben Tier 4, 9400 Struktur. Da haben wir jetzt mittlerweile 5 Kanonen statt der bisherigen 3. Die Torpedos 3x3, also wieder 9. Auch 3 Kilometer Reichweite. 31,9 Knoten Endgeschwindigkeit, 580 Meter Wendekreis bei einer Ruderstellzeit von 3,8 Sekunden. Aufgedeckt wird es bei 6,7 Kilometer oder 3,3 aus der Luft. Und hier in dem Fall 12 Granaten, 40 Sekunden Drehgeschwindigkeit. Die Torpedos laden etwas langsamer jetzt schon nach als beim Vorgängerschiff. Da jetzt über 30 Sekunden. Hier in dem Fall die Torpedos erstmalig, kann man die erweitern auf 5 Kilometer Reichweite. Haben dann auch 7233 Maximalschaden, sind 52 Knoten schnell. Verlieren aber auch nochmal hier etwas an Nachladezeit damit. Der B-Rumpf gibt auch nochmal 2 Flaks dazu, sowie 900 HP, dass man in Summe auf 10.300 kommt. Und auch die Reichweite der Kanonen lässt sich noch erweitern von 9,2 auf 10,2 Kilometer, also auch hier um 10%. Nun Tier 5, die Knefni, 11.700 Struktur, 10,8 Kilometer Reichweite, 4x einen Turm mit 130 mm, also da auch eine Verbesserung zum vorhergehenden Schiff, 4 Kilometer Standardreichweite der Torpedos mit lediglich 2x3 Torpedos, Summe also 6. Wir haben eine Endgeschwindigkeit von 38,4 Knoten. 610 Meter Wendekreis bei einer Ruderstellzeit von 4,9. Die Sichtbarkeit bei 7 Kilometern, beziehungsweise aus der Luft bei 3,6 Kilometer. Die Kanonen selber bleiben so, da gibt es keine Verbesserung. 36 Sekunden Drehgeschwindigkeit und die 12 Granaten pro Minute bleiben bestehen. Hat einen B-Rumpf. Dieser B-Rumpf verbessert nochmal die Flugabwehr und gibt auch noch mehr Hitpoints auf 13.900. Die Torpedo-Verbesserung ist lediglich reduziert, aufgrund dessen, dass sie nur um einen Knoten schneller werden. Alles andere bleibt aber gleich, wie es bei den Standard-Torpedos auch der Fall war. Hier schon knapp über 60 Sekunden Nachladezeit. Also da muss man das schon auch deutlich besser timen und planen. Die Reichweite wird aber auf 11,9 Kilometern gesteigert von diesem Zerstörer. Und hier dann der Tier 6 Zerstörer Ognevoy, hat 12.600 Struktur, 10,9 Kilometer Reichweite, 2x2 Kanonen mit 130 mm, Torpedoreichweite 4 Kilometer, 2x3 Torpedos, so wie beim Vorgänger auch, 37,3 Knoten Endgeschwindigkeit, ein Wenderadius von 610 Metern bei einer Ruderstellzeit von 5,3 Sekunden.
Die Sichtbarkeit ist bei 7,7 und aus der Luft bei 3,8 Kilometer. Auch hier bleiben die Kanonen bestehen, es gibt keine Verbesserung dieser. Allerdings Turmdrehgeschwindigkeit jetzt hier bei 18,6 Sekunden. Der B-Rumpf bekommt auch nochmal Flugabwehr spendiert, sowie plus 2900 Strukturpunkte. Die Torpedoverbesserung deutlich schneller auf 70 Knoten bei nach wie vor 4 Kilometer und einem Maximalschaden von 15.100. Und auch die Reichweite der Geschütze lässt sich nochmal verbessern. In dem Fall von 10,9 Kilometern auf 12 Kilometer, also um 10%. Auf die Tier 6 folgt der Tier 7 Zerstörer Kiew, hat 14.200 Strukturpunkte, 11,1 Kilometer Reichweite mit seinen Geschützen und in dem Fall einen Turm mehr als der davor, mit nochmal zwei Geschützen in sich mehr, vorne zwei, hinten ein Turm, 130 mm, 2x5 Torpedos, also wieder in dem Fall 10 maximal einsetzbar bei 4 Kilometer Reichweite. 42,9 Knoten Endgeschwindigkeit, 690 Meter Wendekreis, 5,3 Sekunden Ruderstellzeit, Sichtbarkeit bei 8,1 Kilometer sowie aus der Luft bei 4,4. Auch hier bleiben die Kanonen unverändert, gibt auch hier keine Möglichkeit, diese zu verbessern. 18,6 Sekunden Drehgeschwindigkeit um 180 Grad. Der B-Rumpf hat dann nochmal 1600 Struktur mehr auf 15.800, bekommt noch ein Sekundärgeschütz sowie auch nochmal eine Flak dazu. Die Torpedos hier in dem Fall 0,5 pro Minute, das heißt eine Nachladezeit in dem Fall von 90 Sekunden. Und die Torpedoerweiterung macht nochmal mehr Schaden, in Summe dann knapp 18.000, nämlich um genau zu sein 17.933, verliert allerdings nochmal 5 Knoten und behält seine 4 Kilometer Reichweite. Die Reichweite lässt sich dann eben nochmal verbessern, der Geschütze, auf dann in Summe 12,3 Kilometer. Also man sieht ganz gut, dass diese Zerstörer deutlich mehr von ihren Geschützen leben, denn von ihren Torpedos. Der Tier 7 Zerstörer Kiew, meine Damen und Herren. Diese Warnung gilt nicht für uns, sondern ist aus dem Originalvideo. Als nächster folgt der Tier 8 Kreuzer Taschkent, hat 16.400 Struktur, 10,5 Kilometer Standardreichweite, die Torpedos 3x3, also 9 maximal bei 4 Kilometer, 42,8 Knoten Endgeschwindigkeit, 730 Meter schon Wendekreis bei 6,8 Sekunden Ruderstellzeit. Sichtbarkeit ist bei 8,5 bzw.
aus der Luft bei 4,9. Und auch hier bleibt so, die Bewaffnung wird nicht verbessert oder nicht modifizierbar sein. 18,6 Sekunden, 12 plus die Minute. Auch hier gibt es allerdings wieder einen B-Rumpf. Dieser B-Rumpf verliert eine Flak, bekommt dafür 3200 Struktur mehr auf 19.600. Die Nachladezeit haben wir gerade gesehen, war bei 0,8, hier in dem Fall mit der Verbesserung sogar 0,9, also da nähert sich es wieder den knapp 60 Sekunden an für die Nachladezeit, verliert allerdings mit den verbesserten Torpedos Schaden auf 14.400. Die Reichweite wird aber hier deutlich erhöht von den bisher 4 Kilometer auf 8 Kilometer bei dann 55 Knoten. Also ab dem Tier 8 Zerstörer kann man dann fast ungespottet Torpedos abwerfen, weil dann lediglich 500 Meter einem noch im Weg stehen. Die Geschützreichweite von 10,5 Kilometern lässt sich dann auch wieder um 10% auf 11,6 Kilometer verbessern. Hinten auch wieder die Wasserbomben. Sehr schön modelliert. Und nun nähern wir uns der Speerspitze mit dem Tier 9. Udaloy hat 16.000 Struktur, 11 Kilometer Reichweite, 3x2 Türme mit 130 mm, 8 Kilometer Standardreichweite der Torpedos, 3x3, also auch hier wieder 9, 40,4 Knoten. 610 Meter bei 6 Sekunden Ruderstellzeit. Die Sichtbarkeit ist etwas weniger als beim Vorgänger, nämlich 7,7 statt 8,5 und 4 Kilometer aus der Luft. Hier kann man dann erstmalig seine Bewaffnung auch wieder verbessern. 18,6, 12 Schuss die Minute, alles bekannt. Der B-Rumpf bringt einen nochmal 2800 Struktur mehr, auf dann 18.800, bekommt auch nochmal eine Flak on top. Die verbesserten Türme werden dann um einen Schuss schneller in der Minute. Die Turmdrehgeschwindigkeit sinkt deutlichst auf dann lediglich nur noch 9 Sekunden für 180 Grad und auch der Maximalschaden wird von AP auf 2600 gesteigert. Torpedos bekommen 700 mehr Schaden auf dann maximal 15.100 und werden auch nochmal schneller auf 60 Knoten bei 0,9 Schuss in der Minute. Die Reichweite ist standesgemäß bei 11 Kilometern, durch die Verbesserung dann bei 12,1. Das ist eben der Vorreiter zur absoluten Speerspitze, in dem Fall Tier 9 Udaloy. Hat gerade schön die Positionierung der Torpedos gesehen. Also hier kann man lediglich auf eine Seite immer nur 6 abfeuern, weil nur einer ist mittig, die anderen sind außen angebracht. Und nun der Tier 10, Khabarovsk. Der hat dann 22.500 Struktur,
13 Kilometer Reichweite mit seinen Geschützen und bekommt auch einen Turm mehr. Der hat jetzt in dem Fall 4x 2 Türme, vorne 2, hinten 2. 10 Kilometer Reichweite der Torpedos, 2x 5, also auf jeder Seite ein Rohr oder beziehungsweise ein Fünffachfächer. 43,4 Knoten Endgeschwindigkeit, 760 Meter Wendekreis bei einer Ruderstellzeit von 4,9. Die Sichtbarkeit liegt bei 9 Kilometern an oder aus der Luft bei 4,9. Und es gibt hier noch eine Verbesserung zu tätigen. Und zwar werden das die Torpedos sein. Man sieht hier 9 Sekunden weiterhin und auch 13 Schuss pro Minute. Sekunden Nachladezeit der Standard-Torpedos. Und in dem Fall, die Torpedos kann man nochmal um einen Schaden verbessern auf 19.500 Maximalschaden, allerdings zu Lasten von sowohl Reichweite als auch Geschwindigkeit, lediglich 6 Kilometer dann nur noch Reichweite sowie 53 Knoten Endgeschwindigkeit. Da sehen wir den jeweils fünffach. Die sind wieder so angebracht, dass man die dementsprechend beide platzieren kann. Also in Summe 10 auf eine Seite sogar. Diese hier jeweils mittig im Schiffsbauch sind. Ja, damit ist das Video beendet. Ich hoffe, euch hat auch dieser Einblick in die Zerstörer der Russen gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch auch gerne einen Kommentar und eure Meinung zu diesem Tech-Tree da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.